Hallo. 90er Jahre lassen grüßen. Lass mal ins Hauptschlafzimmer. Wir haben unsere Sachen. Wenn man nach 9 hier stehen bleibt mit dem Auto, wird man einfach eingeschlossen, man kommt nicht mehr raus. Das sieht so souverän aus, Schatzi. Internet wird gesucht und gesucht, es wird nicht gefunden. Wir haben gerade den Spektrum-Mann praktisch aus dem Haus geworfen. Der Hi. Hi. Wir sind Mirella und Mike. Und wir werden nach Amerika auswandern. Wohin genau? Nach Austin. Oh. Wir müssen euch noch was sagen. Wir haben ein Haus in Austin. Kann man nicht mehr machen. Es ist ernst. Du siehst zum ersten Mal dein Haus in Austin, also ist es ernst. Dann hoffentlich schaffen wir das noch, wenn ich mich mal gucken lasse. Ja, wir haben nicht warm, kein Warmwasser, nicht. Gute! Da sind wir! 17.000 Stunden später. Wir sind müde, wir sind hungrig. Tot. Todmüde. Wie ihr seht, sind wir schon im Haus. Nein, wir haben es noch nicht gefilmt. Sorry dafür. Wir sind so spät angekommen, dass wir wirklich auf die Minute genau uns mit dem Vermieter treffen mussten. Ja. Und dann haben wir die gesamte Begegnung. Wir haben schnell mal noch eine Runde gemacht, damit wir alle Sachen klären können, die wir dann mit ihm besprechen können, sodass wir da noch irgendwelche Sachen beanstanden, ja, falls irgendwas ist. Halt die normale Übergabe. Der Vermieter ist super nett. Ganz lieber. Der kam auch schon vorbereitet, weil wir hatten zum Beispiel die Klimaanlagenfilter, hat unsere Agentin bemängelt, dass sie nicht ausgetauscht wurden, kam er gleich vorbereitet, hat sie ausgetauscht. Wir haben alles, sind alles durchgegangen, haben sogar rausgekriegt, ausverhandelt. Wir bekommen neuen Teppich. Wir bekommen neuen Teppichboden, weil er ein bisschen alt ist und der repariert auch noch, genau, den Zaun an einer Stelle, also wirklich ein ganz toller Vermieter. Hier in Amerika ist es ja immer so, es ist ja nicht wie in Deutschland, man hat nicht so viele Ansprüche, deswegen ist alles so Verhandlungsbasis. Ja, richtig. Also es gibt halt auch die Mieter, die haben halt nicht so viele Rechte und die passen auch nicht so gut auf die Häuser. Genau, auf, also Mietshäuser sind meistens dann ein bisschen nicht, ja, so gepflegt. Ja, ja, genau. Kann man so sagen. Aber wir sind sehr zufrieden. Ja, wir sind aber sehr zufrieden. Wir wollen ja nicht zu viel. Richtig. Verraten. Also deswegen seht ihr bisher eigentlich nur uns. Ja, und ihr werdet heute Abend, glaube ich, auch nicht viel mehr sehen, weil es ist tatsächlich, wie ihr seht, es wird dunkel draußen und ich will nicht, dass ihr das Haus so dunkel seht. Richtig, das ist nicht wert. Vorhin, als wir ankamen, war es schön sonnig und hell und alles und das war so schön und sehr schade. Wir machen ein Video morgen vom Haus, würde ich sagen. Ist zwar nicht der erste Eindruck, aber der erste Eindruck ging sowieso nicht, weil wir uns beeilt haben. Ja, richtig. Wir werden jetzt zum HEB fahren, zum Walmart fahren. Wir müssen uns eine Luftmatratze kaufen, weil die bestellte von Amazon ist nicht angekommen. Wir haben nämlich keine Möbel. Wir müssen uns was zu essen kaufen, was zu trinken, was zu waschen. Mein Internet-Startpaket kam an, das heißt, ich kann es danach anschließen, dann haben wir auch mal... Da hat jemand was zu tun. Und dann knallen wir uns hin. Wir sind todmüde. Stehend müde. Stehend tot. Aber jetzt erstmal Walmart, ne? Wir haben unsere Sachen. Ich trage gerade auch eine Hohlfuß-Tüte. Es ist alles auch da. Das ist alles noch da, tatsächlich im Storage Space. Das sind die Sachen, die wir vor 2 Monaten, ich gucke nur kurz. 5 Wochen. Vor fünf Wochen eingelagert haben. Und jetzt holen wir sie wieder ab, weil jetzt brauchen wir sie. Ich gucke nur andauernd auf die Uhr, weil das Storage Space hat für Autos bis um 9 geöffnet. Danach wenn man sind wir autolos. Genau, wenn man nach 9 hier stehen bleibt mit dem Auto, wird man einfach eingeschlossen, man kommt nicht mehr raus. So, und jetzt ist der Aufzug da. Also, wir müssen los. Dann halte ich mal. Da sind sie. Sieht ein bisschen aus wie bei... Ich habe meine Kabel dabei, meine Adapter. Ja, wir haben die Reiseadapter nicht mehr gefunden zu Hause und wir gehen davon aus, dass sie hier sind. Ich glaube, der frühere Mike war ein bisschen schlauer. Hier ist noch ein bisschen Essen, also so Zucker und keine Ahnung was und unsere Bora Bora Wasserflaschen. Stimmt, wir waren auf Bora Bora. Ja, wir waren auf Bora Bora. So, jetzt ab zum Auto. Voll vergessen, dass wir das eigentlich machen. Das ist jetzt wie Weihnachten drüber. Tada! Deswegen haben wir so einen großen Truck. Bam, bam. Aber diesmal nicht auf der Ladefläche, weil wir noch einkaufen gehen. Und da könnten ja unsere wertvollen Bora Bora Flaschen verschwinden. Schaut euch dieses Auto übrigens an. Also während mein Schatz die Arbeit macht, mache ich das Vergnügen. Oh, das sieht so souverän aus, Schatzi. Ich weiß, dass die schwerer sind als das, was du gerade tust. Der war leicht. Bin mal gespannt, ob wir alles da reinkriegen. Ja? Und wir haben jetzt 20.22 Uhr.
Das heißt, wir haben noch 40 Minuten. Aber da vorne ist ja auch schon jemand mit dem Auto. Also wir sind nicht die Einzigen. Wenn man zu spät hat, bleibt man mit dem Auto hier stehen. Dieses Tor da hinten, wo die Dame steht jetzt, da. Dieses Tor geht einfach nicht mehr auf. Und man bleibt quasi stecken und man kann nur noch zu Fuß raus und man darf das Auto dann am nächsten Tag abholen, was natürlich super ärgerlich wäre. Das wollen wir nicht erleben. Ich bin so müde. Ich habe übrigens eine Steckdose. Bin ich klein? Oh mein Gott, wie süß es hier im Target aussieht. Ich bin ja sowieso ein großer Target-Fan, aber letztens irgendwo im Norden von Austin waren wir in einem Target, das wollte ich gar nicht filmen, so hässlich war das. Das war so ein abgeranzter Laden. Und hier sieht es so schön aus. Jetzt sind wir auf der Suche nach Matratzen, Luftmatratzen. Und ich habe dann ein Kind gemietet hier. Ja, wenn man zu müde wird, verwandelt man sich zum Kind. Wow, wie schön der ist. Der ist voll sauber. Ja. Oh, Pfannen brauchen wir. So sieht jetzt unser Bett aus für die erste Nacht in Austin. Die Pumpe ist da vorne. Jetzt packen wir es ein und es ist ein gemütliches 20 Zoll Bett. Toll, ich bin begeistert. Das fühlt sich echt wirklich gut an. So, und so sieht das Ganze einfach mal gedeckt aus. Ha, bezogen, genau so heißt es. Ich weiß, es gibt in Amerika auch Kissen und Decken und alles Mögliche. Und vor allem haben die ganz andere Größen. Aber wir haben uns tatsächlich entschieden, unsere eigenen schnell mitzunehmen in diesem Vakuumbeutel. Hat einfach was mit Gemütlichkeit zu tun. Ich meine, dieses Haus ist uns so fremd. Es riecht auch so fremd. Und wir sind da beim Schlafen so ein bisschen eigen. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir holen unsere Sachen. Die Matratze ist ja sowieso schon fremd, das ganze Bett ist fremd, also werden wir zumindest mal unsere Bettwäsche haben und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Wenn ich das schon sehe, dann ist es das Einzige, was normal aussieht in diesem ganzen, ganz, ganz fremden Haus. So fängt man an in der Fremde. Ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es ist, hier morgens früh aufzuwachen. Das ist immer interessant, ne, bei neuen Häusern. Hört euch mal die Ruhe an, ich werde jetzt auch nichts mehr sagen. Da ist jemand begeistert. Morgen. Gute. Es ist ruhig. Es fühlt sich an, es hört sich wie ein Urlaub an. Ich weiß, es ist kein Urlaub. Die Leute leben hier und arbeiten hier, aber für uns und es ist warm. So, wir holen uns jetzt einen Kaffee ab. Käffchen. Ihr glaubt gar nicht, wie idyllisch gerade diese Fahrt war. Wir haben uns jetzt entschieden, spontan mal beim HEB. Kann man sich nochmal verlieben, obwohl man sich schon mal verliebt hat? Ja, man kann sich nochmal verlieben. Mach ich jeden Tag. Ah, wie schleimig. Ja, wir gehen kurz zur HEB. Das ist gerade alles so idyllisch. Die jungen Leute sind am Sport machen, früh. Ist ja normal. Ich meine, 7 Uhr morgens samstags ist jetzt nicht so. Und wir wollen mal hier die Stimmung mitnehmen und gucken, wie der aussieht. Versprochen ist versprochen, wird nicht gebrochen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch das Haus zeigen werde. Und heute haben wir tatsächlich gutes, helles Wetter. Also gehen wir ganz einfach mal rein. Wenn ihr bereit seid, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Gehen wir rein. 3, 2, 1. So. Ach, da ist ja schon mein Schatz. Hi. Hallo. So, als wäre das eingespielt gewesen. Ich glaube, ich setze euch mal auf Weitwinkelkamera, dann sieht man alles ein bisschen besser. Also, ihr habt gesehen, man kommt hier rein. Man hat diesen einen Eingangsbereich hier. Dann haben wir hier ein Esszimmer. Der deutsche Zollstock liegt schon da, um einen Tisch zu planen und zu gucken, wie wir... So sieht das Esszimmer aus. Ist nicht sehr groß, aber es ist okay. Das ganze Haus ist nicht sehr groß. Also wir haben darauf geachtet, dass wir ein kleineres Haus kriegen, sodass wir als zwei kleine Pupse mit einem kleinen Hund nicht zu dass viel... Dass wir uns nicht verlaufen. Ja, genau, genau. Ich habe jetzt schon meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, eben. Als Frankfurter ist man das nicht gewohnt. Wo wollt ihr zuerst rein? Küche oder Dings? Gehen wir in die Küche. Tata, Eiche brutal, soweit das Auge sieht. Ja, es ist Eiche rustikal tatsächlich. Also das Haus wurde 1996 gebaut. Wir haben nochmal den Vermieter gefragt. Aber die Appliances, also die Geräte sind alle neu. Das ist neu.
Die Spüle und die Granitarbeitsplatte ist neu. Dieser wunderschöne Kühlschrank mit Eisfach ist neu. Dieser Ofen mit WLAN ist tatsächlich neu. Mikrowelle sieht man ja, ist nicht neu. Ja, so sieht die Küche aus. Also man hat mächtig viel Platz eigentlich. Hier ist noch Platz für einen Tisch. Ach so, ja, und die Spülmaschine ist auch neu. Also das ist die Küche. Mein Schatz zeigt, wie es sich anguckt, wenn man sich in der Küche langweilt. Sollen wir in die Garage oder sollen wir? Ja, erstmal da. Ja, hier ist ein kleiner, ich glaube, ich mache auch ein bisschen schneller, sonst wird das werden hier eine halbe Stunde. Hier ist ein kleiner Vorratsschrank. Wie ihr seht, der wurde schon gefüllt. Also wir haben nicht geputzt, wir haben noch nichts gemacht. Da ist der mein berühmtes Weihnachtsgeschirr. Und hier geht es in die Garage. Hier werden wir Waschmaschine und Trockner haben auf diese Seite. Und gehen wir in die Garage. Und das ist da, wo wir begonnen haben. Und das Auto, ja, über das Auto lässt sich auch einiges sagen. Das ist eine Zwei-Auto-Garage. Stinknormal. Hier die riesengroßen amerikanischen Mülltonnen. Ein bisschen Basics haben wir auch an Farbe und so. Was uns persönlich sehr wichtig ist, ist der Durchgang ins Wohnzimmer. Ich koche sehr gerne und bin sehr gerne mit meinem Schatz zusammen und er mit mir. Und deswegen ist es sehr, sehr cool. Dann gehen wir ins Wohnzimmer. Tada! Ein Kamin. Ja, ein Kamin. Für uns etwas ganz Besonderes. Ich wette, die Leute, die aufs Land wohnen, die haben ja schon mal einen Kamin gehabt. Das ist nichts Besonderes, aber für uns ist es super, super besonders. Also wir freuen so, uns extrem drauf. Das ist das Wohnzimmer. Es ist, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein Gaskamin, ja. Also den kann man hier anzünden. Und das ist kein echtes Holz, sondern tut nur so. Das ist aber cool genug. Ja, ich hätte fast gesagt klein, aber fein, aber ich glaube, klein ist das Ding jetzt nicht, ne? Ein bisschen dunkel ist es tatsächlich, weil wir hier eine Porch haben. Aber bevor wir raus in den Garten gehen, würde ich sagen, machen wir erstmal den Schlafzimmer. Den Rest des Raumes. Den Rest des Hauses, genau. Übrigens, das ist die Ausbeute, die überlebt hat auf dem Weg von Frankfurt nach Austin. Und manches von denen, also das ist mein super, super wertvolles Hutschenreutergeschirr, ne? Das würde ich nicht weggeben für niemand auf der Welt. Naja, für niemand nicht. Das sind unsere Gläser von der Hochzeit und von der Verlobung. Und ansonsten so ein bisschen random Sachen und mein Weihnachtsgeschirr, das kennt ihr ja, die Geschichte kennt ihr. Diese Pflanze, diese Blume, diese wunderschöne, haben wir tatsächlich geschenkt bekommen von unserer Maklerin. Sie hat sie einfach hier hingestellt. Das ist voll süß. Die ist so süß, die hat sich so gekümmert um alles. Es ist echt Wahnsinn. Ach so, ja, und diese Kerzendinger sind von unserer Hochzeit auch. Die waren auf den Tischen der Gäste, deswegen die dürfen auch nicht weg. Die waren ganz praktisch, weil wenn noch ein bisschen Gramm oder Kilo im Koffer gefehlt haben, ja, haben wir einfach nur reingemacht, bis wir dann die Kilozahl haben. Ja, genau, wir haben das in die Socken gehabt. Kleine Glasdinger gehabt, aber einfach noch so ein 1, 2, 3 Dinger reingestopft. In die Socken, ne? Und genau. Die müssen mit. Oder immer wieder, ihr seht, wir sind im Kreis gelaufen. Schränke sind überall. Ach so, ja, Schrank habe ich hier vergessen. Hier haben wir uns schon eingerichtet. Das wird wahrscheinlich so der Flurschrank mit Jacken und so. Ja? BVB. So, dann gehen wir jetzt erstmal ins Hauptschlafzimmer der Eltern. Tada! Das ist das Hauptschlafzimmer. Luftmatratze. Wir haben übrigens fantastisch drauf geschlafen. Ich ziehe mal meine Schuhe aus. Der Teppich ist etwas alt und etwas hässlich. Wir haben den zwar reinigen lassen, aber jetzt gestern haben wir mit dem Vermieter besprochen, dass er einverstanden wäre, ihn auszutauschen. Also es kann sein, dass der... Wir haben zwar dann umsonst bezahlt für die Reinigung, aber es ist egal. Es kann sein, dass der ausgetauscht wird. Der mieft ein bisschen. Ja, Mief, das ist nicht richtig. Ja, er riecht süßlich. Komisch, ja. Er riecht süßlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der Teppich ist oder ob jemand was in die Klimaanlage an Geruch getan hat. Master Bedroom darf man ja wohl nicht mehr sagen, weil der Master damals, ne, während der Sklaverei, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und speziell bei diesem Haus gibt es ein spezielles Feature, was nicht so oft ist. Und zwar so ein Anschlusszimmer ans Masterzimmer. Die nennen das Nursery, also Babyraum. Das ist so, ist okay von der Größe her. Super zuckersüß. Also wenn man ein Baby hätte, das wäre ja der absolute Süßigkeitstraum. Und hat natürlich auch wie alle anderen amerikanischen Häuser extrem viel Schrankraum. Das ist jetzt quasi so ein
gemeinsam oder so. Ja, ich zeige euch jetzt auch das Ankleidezimmer. Und dann gehen wir ins Master Bath, was man auch nicht mehr sagen darf. Hallo. 90er Jahre lassen grüßen. Das ist jetzt so das, glaube ich, mit das Hässlichste an dem ganzen Haus. Diese Waschbecken, die auch noch kaputt sind ein bisschen. Und diese Schränke, ja. Eiche brutal lässt wieder grüßen. Aber das ist ja nicht schlimm. Was wir halt ganz witzig finden hier, diese Wandschränke, ja, aus den 80ern, 90ern, würde ich sagen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen eingerichtet. Das sind eigentlich die, so die Medikamentenwandschränke. Riesengroße Dusche. Hier müssen wir vielleicht mal selber ein bisschen austauschen, weil ich mag auch mal so ein Handteil für die Dusche. Riesengroße Badewanne. Sie hat wahrscheinlich 7000 Liter und man kann da drin fast schon schwimmen. Die Aussicht unser Pool ist auch, quasi. Unser Pool, genau. Die Aussicht ist auch fantastisch. Ja, die Fugen werde ich nochmal schön neu machen. Ah ja, genau, die Fugen sind... Also man kann einem amerikanischen Vermieter auch nicht alles zutrauen, ne? Dass man sagt, das will ich und das will ich und dann außerdem ja. Ist die Miete hier richtig billig. Hier ist noch ein Schrank, das ist gedacht für Wäsche, also für Handtücher und so, aber wir haben hier unser Vorrats, deutsches Vorrat, ihr seht schon. Also deutsche Produkte à la Bonheur. Die sind ja sehr teuer allgemein, die ganzen Haushaltsartikel. Ja. Ja, von genau. Daher haben wir da alles, was wir noch übrig haben, mitgenommen. Genau, weil ich ja Amazon Shop habe. Ich habe noch was nachbestellt, ja genau. Genau. Ich mache immer Amazon Shop Abo und ich hatte so viel noch und da habe ich gedacht, ach, packen wir es einfach mit rein. Und das ist der Thron. Ne? Hier braucht es ein bisschen Liebe, so der Raum. Aber naja, das machen wir noch. Und aus dem Badezimmer geht es denn jetzt in den Ankleideschrank oder in den Schrank. Ihr seht, wir waren schon recht fleißig, aber jetzt stoppt die ganze Arbeit, weil wir keine Bügel mehr haben. Und hier ist auch nochmal ein Teil. Ja? Also es ist recht groß. Ich mache mal hier auf normal, dann seht ihr so ungefähr, also es sind, vielleicht würde ich sagen, das sind vielleicht hier 2 Meter oder 2,5 Meter, ne, Länge. Ja, und so ein Ikea-Regal kennt ihr, ne, oder Schrank, also das ist jetzt nichts Neues. Überall der Teppichboden, das ist halt so typisch, war typisch in den 90ern, typisch amerikanisch, ich meine auch bei uns in Deutschland. So, ich mache mal weiter ein bisschen schneller, weil ich sehe schon, ich habe schon 10,5 Minuten. Achso, das ist jetzt die Tür zu diesem Babyzimmer. Also man könnte theoretisch auch diese Türen wegmachen und noch ein Schlafzimmer daraus machen. Ich vermute, es wird ein Beruf für uns. Jetzt sind wir wieder am Eingang und hier kommen die anderen Zimmer. Ich fange mal mit dem hier an. Hier wurden die Koffer geöffnet, wie ihr seht. Das ist ein Kinderzimmer. Es ist klein. Also es ist, Schatz, wie groß wird denn das sein? 9 Quadratmeter, wenn es, ja, neun, maximal 10. Also ich weiß, mein Wohnheimzimmer war 9 Quadratmeter ungefähr. So groß war es. Hier ist auch wieder der amerikanische Kleiderschrank, der beinhaltet momentan unsere Koffer. Und diese Türen, also bitte schaut euch mal diese Türen an. Ich liebe das hier in Amerika. Das ist bei denen quasi Standard. Und das ist das letzte Zimmer Richtung Norden, Richtung Eingang. Auch wieder so an die 9 Quadratmeter, würde ich sagen. Das ist recht dunkel, weil es am Norden ist. Ne? Also das, ist, das Zimmer quält sich ein bisschen mit dem Licht. Aber das ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Schlafzimmer. Da gibt es auch in einem komischen schwarzen Ja. Achso, wir haben übrigens gefragt, es kann sein, dass wir es streichen. Also wir dürfen es streichen, es kann sein, dass wir das mal machen. Mal gucken, je nachdem, wie viel das kostet und so. Ich meine, man will ja auch nicht so viel. Das war der Bischof. Ja, genau. Und das ist wieder der Kleiderschrank. Hup, es fehlt Licht. Das ist wieder der Kleiderschrank. Das scheint ein bisschen größer zu sein, oder? Was? Das Zimmer als das andere? Nee, ist glaube ich ein bisschen kleiner. Aber für ein Kind wäre es genug und wir werden es als Büro oder als Gästezimmer benutzen. Was halt hier speziell ist an diesem Haus, die Deckenhöhen. Ihr seht, das geht ordentlich in die Höhe. Ich habe gar nicht gemessen. Ich schätze mindestens 3,50. Gut, dann gehen wir jetzt weiter, weil ansonsten, wie gesagt, ich habe schon 12 Minuten. Achso, ja, und das zweite Bad. Hier ist quasi der Eingang, wo wir reingekommen sind, ne? Und hier ist das Bad für die Kinder sozusagen oder die Gäste oder die anderen Räume. Hallo! Auch wieder diese wunderschönen, hochwertigen, Vintage-Clam-förmigen Waschbecken. Ein Traum, ja, ein Traum. Ich könnte bei QVC anfangen. Klein, fein und da ist ein bisschen kaputt, aber das ist ja nicht schlimm. Ansonsten sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Also nicht, wir hatten Angst, dass es so ein bisschen versifft oder so ist, aber ist wirklich sehr sauber. Ich habe mich schon gefragt, ob hier vielleicht kein Staub existiert, weil es ist alles so unstaubig. Ich verstehe das nicht. Naja. Frankfurter Hauptstraße direkt. Ja, bei uns ist es echt eine ganz andere Katastrophe. Ja. Ich würde sagen, Schatz, wir gehen in die... Im Garten. Genau, im Garten.
So, das ist eigentlich das, worauf wir uns am meisten gefreut haben. Diejenigen von euch, die schon einen Garten haben, herzlichen Glückwunsch. Wir hatten noch keinen, beziehungsweise wir hatten einen in Lindau und so, aber wir konnten damit nicht umgehen. Und jetzt freuen wir uns drauf. Deswegen, Potta, seid ihr bereit? Das ist, oh, danke schön, Baby. Er hat mir meine Schuhe gebracht, was ich schon mal habe. Das ist der Garten. So, ihr seht mal hier die Umgebung. Also, das ist jetzt hier das, was die Amis nennen, ein Backport. Sie sieht wüst aus auf dem Boden. Wir werden uns ein Dings holen, also ein Kercher, und gucken, ob man das sauber kriegt. Wenn nicht, knalle ich alles voll mit Hölzer oder irgendein Outdoor-Teppich oder so. Ich guck mal. Aber schaut euch mal an, wie idyllisch das aussieht. Schaut euch das an. Also noch ist das Gras nicht gewachsen, noch braucht das Gras Liebe und so. Sind die, es ist super warm. Natürlich sind die Nachbarn ein bisschen nah, aber das stört in dem Sinne nicht, weil das ist uns alles hinter Fenster von denen. Die gucken quasi nie durch dieses Fenster. Es ist super geil, super schattig, vor allem das ist wichtig in Texas. Ne? Und diese Porch ist sehr, sehr groß. Und was mir persönlich wichtig war, auch wenn es auf dem Boden so aussieht, ist völlig egal, dass es zugedeckt ist. Wir haben jetzt die Dachterrasse so lange gehabt. Es ist super nervig, wenn du halt nichts draußen hinstellen kannst, weil es ständig regnet und so. Und hier kannst du richtig schön mal einen Grill, mal Sofas und so. Ja, also, muss man schön sauber machen. Also ja. Also es braucht Liebe. Auch das hier muss ich verstecken irgendwie, weil das sieht scheiße aus. Die Treppen sehen scheiße aus, die Stufen. Es braucht Liebe, keine Frage. Auch hier braucht es Liebe. Ich meine, ihr seht ja diese komische Gesteine da. Ich weiß noch nicht mal, was das soll. Aber ich bin nicht die große Gärtnerin, aber es gibt hier Gärtner. Also wir haben uns jetzt schon für einen Gärtner erkundigt. Wir werden ihn anrufen. Ansonsten muss ich auch mal was machen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war es gewesen. Warte mal, ich drehe mal um. Ja, das war die Haustour gewesen. Ihr habt, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann habt ihr vermutlich ca. 20 Minuten durchgehalten oder so. es ist ein sehr hübsches Haus. Wir sind sehr happy damit. Es braucht natürlich ein bisschen Liebe. Es braucht Möbel vor allem. Und das wird unsere Hauptaufgabe sein in den nächsten Tagen und Wochen hier. Ja. Da uns noch einzurichten. Bei uns ist so, wir verkaufen alles, was wir drüben haben. Eins, genau. Zwei Sachen nehmen wir mit, die wir unbedingt mitnehmen wollen, weil wir einen Teilcontainer nehmen. Und, aber da werden wir nochmal... Wahrscheinlich der Teil. Ja. Und wir richten uns quasi komplett neu ein. Ja, genau. Ist auch, und das ist auch an der Zeit von unserem Haushalt her. Das Problem ist halt, was wir gelernt haben, wenn du dich einrichtest und jetzt anfängst, einfach irgendein Mist zu kaufen, du kommst nie dazu, das wieder wegzuschmeißen und dir was Hübsches zu holen. Wie heißt es so schön? Nichts hält länger als ein Provisorium. Richtig, ja. Wir ziehen bei uns übrigens zu Hause aus und haben immer noch eine Lampe, die ist einfach nur... Zwei sogar. Eine Fassung. Zwei Lampen sogar, die sind nur eine Fassung. Ja. Es ist so, deswegen, wir müssen versuchen, auch hübsche Sachen zu kaufen, auch wenn es eigentlich finanziell auch zu viel wird jetzt am Anfang, aber wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht irgendeinen Mist kaufen und dass wir auch rein, wie nennt sich das, einrichtungstechnisch so einen Stil bewahren. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Morgen ist, glaube ich, mal ein bisschen Möbel-Sightseeing angesagt. Jetzt sind wir erstmal nur am Einräumen, Ausräumen, Geschichten klären. Internet, der Internetmann kommt bald. Also, hast du dein Handy dabei? Ja, ich hab's die ganze Zeit. Ja, genau. Wir haben es gestern nicht geschafft mit dem Internet. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Jetzt warten wir auf den. Ja, wie auch immer. Ich könnte Ewigkeiten reden. Achso, die Straße hinten. Das ist eigentlich außergewöhnlich hier in Amerika und gilt vielleicht auch ein bisschen als Nachteil, aber für uns ist das so beruhigend. Heute Morgen bin ich aufgewacht. Tatsächlich aufgewacht und habe Autos gehört und war so, oh Gott sei Dank. Wir mögen die Ruhe nicht so. Ne? Also die Ruhe vorne, wenn man nach vorne geht, ihr habt es gehört, da bewegt sich nichts. Und das ist für uns total komisch. Deswegen, wir machen den Abnabelungsprozess langsam. Ja, erstmal so vorne schön ruhig, hinten ein bisschen. Genau. In 10 Jahren kaufen wir uns eine Farm irgendwo in der Middle of Nowhere. Wald, so. Völlig autark. So, wir haben jetzt das Problem, das wir festgestellt haben, in dem Schrank halten diese kleinen Löcher nicht. Also diese kleinen Piepsel, die halten nicht, die fallen raus. Und eben gerade habe ich fast so einen Boden auf dem Nasenbein bekommen, was natürlich schön wäre, ein Nasenbeinbruch in Amerika. Also hat mein Schatz jetzt die Lösung. Das ist die schnelle Lösung. Also eigentlich muss das mal richtig alles ordentlich machen. Ein bisschen Küchenpapier und dann einfach die Dinger quasi unterfüttert mit Küchenpapier und mit einem Hammer. Ein bisschen brutaler reingeschlagen, sodass die halten. Ist natürlich nicht die feinste Lösung, aber für die Schnelle reicht's. Wir sind gerade hier am Einräumen. Wie ihr seht, Katastrophe hier überall. Entschuldigt ja die Unordnung. Aber ich musste auch gerade alles wieder rausnehmen, weil sonst, sonst gab's Mord und Totschlag. Unsere Möbel erschlagen uns. Ja, aber ihr seht, es wird. Ich habe zu wenig Bügel gekauft, ganz eindeutig.
Ich meine, gut, das hätte ich mir denken können. Ne? Wenn man zu Hause 50 Bügel verkauft hat, dann sollte man auch wieder 50 einkaufen. Ich habe nur 20 oder 15 oder so gekauft. Übrigens, diese amerikanischen Bügel gibt es inzwischen auch in Deutschland, aber hier habe ich sie mir zum ersten Mal gekauft. Mit dem Velour drauf, die sind der absolute Hammer für Sachen, die runterrutschen. Ne? Da rutscht nichts mehr runter. Wir machen, arbeiten jetzt weiter und warten auf den Internetmann. So. Oh, ich glaube, der Internetmann ist da. Jo. Eine Sekunde. Ja, das war tatsächlich die Internetfirma Spectrum. Das war witzig. Die haben gesagt, die rufen kurz davor an, um zu sagen, dass die kommen. Und jetzt bin ich reingegangen. Ich sage, hello. Und da ist tatsächlich eine AB-Tante. Die sagt einfach, your technician, Alexander, kommt um 3.10 Uhr. Also in einer Viertelstunde kommt. So, die Spectrum-Leute sind da. Internet wird gesucht und gesucht. Und es wird nicht gefunden. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert. Der ist jetzt, glaube ich, eine Stunde oder so da. Bin ich mal gespannt. Es ist alles offen hier, weil er die ganze Zeit im ganzen Haus inklusive Dachgeschoss im Spitzboden eingehen muss. So, ihr Lieben, wir haben gerade den Spectrum-Mann praktisch fast schon aus dem Haus geworfen. Der arme Kerl, der hat sich echt Mühe gegeben, sehr, sehr schnell zu sein. Der war wirklich 2 Stunden bei uns. Nee, 3 Stunden jetzt, ne? Inzwischen. Genau, 3 Stunden bei uns. Der hat sich echt Mühe gegeben, schnell zu machen. Ich habe auch nicht gewusst, dass es so lange dauert, ehe er das repariert. Der musste doch mal eine extra Leitung ziehen. Und dann wusste er da nicht. Genau. Er hat auf keinen Kabelanschluss sozusagen, Kanal-Dings gehabt. Und er hat von dem Haus-Hauptanschluss keine Verbindung kriegen können. Und genau, jetzt hat er quasi zum Zimmer, ja. Und jetzt hat er quasi neue Leitung gezogen und es hat eben gedauert. Und jetzt sind wir zum Grill eingeladen, zum Grillen. Auf jeden Fall freuen wir uns so extrem drauf. Wir sind jetzt ganz schnell ins Auto eingestiegen, irgendwas ins Gesicht geklatscht, ein bisschen Parfüm und ab die Post. Und jetzt sind wir, jetzt werden wir entspannt. So, Cradle and Barrel zum ersten Mal. Heute gibt's Möbel. Harry Barn. Und das hier sieht auch schon sehr schick aus. Jetzt mein Woman Board. Ich glaube, den kennt ihr. IKEA. Es ist tatsächlich etwas anders als bei uns. Schaut doch mal, wie süß unsere Maklerin ist. Gasmann ist endlich da. West Elm. Bei uns gibt es einen Fight immer. Wir haben tatsächlich noch 10 Minuten gefunden. Wir wollen, ne? Bestellung abgeben.